So, ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Ich schalte jetzt mal meine Pumpe an und bin selber gespannt. Erster Marsch. Ich sehe das hier ein bisschen. Ja, also ich hoffe, man sieht es gut. Ich nehme euch jetzt mal kurz auf die Hand, um euch das mal alles ein bisschen live von der Farbe zu zeigen. Ich hoffe, die Tonqualität ist einigermaßen. Man kann jetzt auch schon ein leichtes Hochstauen des Wassers sehen. Der Schmutz, der hier sich jetzt angesammelt hat, ist noch Restbestände wegen dem Becken. So, ich lasse mal die Kamera einfach weiterlaufen. Man sieht schon gleich, wie sich das Vlies hier füllt. Das war eigentlich nur der Rest, den ich jetzt hier aus dem Becken noch habe, der sich jetzt einfach kurz das Wasser gelöst hat. Ich habe also meine Plörre noch nicht reingekippt. Ich wollte jetzt mal sehen, wie es jetzt im Kleinen funktioniert. Wenn wir schon dabei sind und mal hier mal beim Einlaufen zuschauen, wurde auch die Frage gestellt, wegen Filterpufenaufbau. Für mich ist der Fließfilter ganz klar ein Vorfilter für mein Becken. Dass hier nicht eine kleine Biologie aufbaut, das nehme ich an, aber ich will hier eigentlich keinen großen Filterpufenaufbau haben. Das sieht man auch schnell, wie hier das Wasser steigt. Nach diesem Filter sieht es eigentlich so in einem Becken wie hier, dass mehr zugedeckt ist. Also das werde ich auch im Nachhinein machen. Also ich werde mir hier so Trennwände einsetzen, die das ein bisschen abschirmen, damit ich nicht so viel Feuchtigkeit eigentlich in dem Raum produziere. Auch hier oben gibt es eine Abdeckung, um das Ganze eigentlich ein bisschen zu vermeiden. Wir werden jetzt dann bald hoffentlich sehen, wie sich das Vlies ein bisschen fortbewegt. Ich hoffe, dass es sich nicht zu weit ziehen lässt, weil damit sich eigentlich die Verschiebung der Löcher, die so asymmetrisch ist, das Vlies eigentlich sich gleichmäßig ausnutzt und sich eigentlich keine großen, wie soll ich sagen, ungenutzte Vliesteile hier habe.
So, ich werde mal ein bisschen in meiner Flöre hier reinkippen. So, jetzt sollte eigentlich der Punkt kommen. Jetzt, meine lieben Freunde, kommt der Punkt der Wahrheit. Ah, noch nicht ganz. Ich werde mal hier mal meinen Rest der Flöre reinkippen. Also ihr seht, der Auslöser ist sehr, sehr penibel. Das wird jetzt nur ganz klein schrittweise. Jetzt kommt mal richtig dicke Material an. Ja, der Fliezer dreht jetzt noch schnell zu Ende. Was ich hier eindeutig unterschätzt habe, ist eigentlich die Transportgeschwindigkeit des Fließes. Wenn ich aber hier sehe, wenn ich hier mit dem Finger runter gucke, stimmt meine These eigentlich, dass der Druck durch das durchströmende Wasser eigentlich das Fließ nach unten hält. Erst jetzt zieht es sich wieder hoch. Und wenn ich jetzt hier kurz mal noch einen Impuls gebe. Also hier unten hat sich also definitiv kein... Das Fließ zieht sich nicht hoch. Im Gegensatz, es drückt sich wirklich glatt gegen die Fläche. Aber wie schon vorhin erwähnt, also meine 8000 Liter Pumpe ist definitiv zu stark für die Geschwindigkeit des Bandes. Also entweder muss ich mir jetzt überlegen, hier einen Motor mit schneller Übersetzung einzubauen oder das Ganze zu drosseln. Aber zu drosseln kommt eigentlich nicht in Frage, weil ich will eigentlich Minimum mit 8000 Liter mit dem Becken fahren. Ja, das wäre so meine erste Einschätzung. Ihr seht es jetzt gut, wie es sich wieder stramm zieht. Das ist das, was eigentlich die Leute oder viele von euch gedacht haben. Dem habe ich eigentlich... Im losen Zustand leuchtet mir das ein. Sobald ich aber wie hier jetzt Wasserdruck auf das Fließ gebe, drückt es sich eigentlich von selber hier unten rein. Von der Aufwicklung her muss ich sagen, ich eigentlich auch zu ziehen.
ist auch hier gut. Noch ein paar Rutschen her. Muss ich sagen, da hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, gerade hier, wo es sich andrückt. Aber wie ihr schon seht, die Umdrehung ist eigentlich einfach zu klein. Also ich würde mal sagen, wenn ich das Ganze hier wahrscheinlich ein bisschen drossle, dass dann jetzt sagt, gleich mal fest und ich baue hier mal schnell einen Hahn ein, ob es dann besser wird. Boah. So, da sind wir wieder. Ich habe hier also schnell meinen Kugelhahn eingebaut, um zu gucken, ob die Durchflussmenge das ein bisschen regelt. Machen wir mal ganz auf. Gucken wir nochmal. Ich muss sagen, das Ding klebt fast. So, jetzt habe ich ihn noch auf voller Leistung zur Zeit. Dann nehmen wir ein bisschen zurück. Ich denke mal, hier ist wichtig, dass die Einfließgeschwindigkeit gegengesetzt ist, was hier auch Umdrehungsgeschwindigkeit, also dass der Fließer wirklich die Möglichkeit hat, das Fließ abzutransportieren, um nicht in Konflikt eigentlich zu kommen mit dem einströmenden Wasser. Man könnte natürlich ganz klar sagen, auf die Innenhälterung habe ich nie so ein hohes Schmutzaufkommen. Aber das ist mir dann schon ein bisschen zu riskant. So, ich glaube, ich das Ganze hier ein bisschen wieder. Also ihr seht gut hier, so ein Wubbel, ne? Das zieht sich auch noch ein bisschen hin und her. Aber sobald wir hier eigentlich auf die Seite kommen, ist es dann nicht mehr so gegeben. So, hier wieder eine Markierung, dass man das auch sehen kann. Dann kommen wir jetzt wieder an den Punkt. Also ich hätte mir auch das Schwabbern, also das Auf- und Abwippen von dem Ding, eigentlich von dem Schalter, ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich hatte den kurz gehabt, hat ihn aber gleich wieder losgelassen. Jetzt kommt dann den Punkt, ob er es schafft oder nicht. Ja, hat er. Also ich kann jetzt hier nur schätzen, wie viele Liter das jetzt
in dem Moment es hier schafft. Das müsste ich mal noch ausgliedern. So, also ich bin eigentlich mit dem Ergebnis bis jetzt sehr zufrieden, also auf jeden Fall, aber das wusste ich, dass ich mir hier eine kleine Kiste mache, um das Schmutzwasser, was hier sich durch das Aufrollen eigentlich ansammelt, nicht wieder hineinzugeben. Des Weiteren seht ihr das hier. Obwohl ich das auf einer Abkantbank gemacht habe, stimmt da irgendwas nicht. Das ist auf jeden Fall so ein kleines Detail, das ich sicherlich noch machen werde. Ich werde den Schwimmerschalter sicherlich nicht erhöhen. Und was ich gucken werde, ist, ob ich in diesem, Entschuldigung, auf diesem Teilstück hier noch eine Dichterfläche einbaue, damit das Vlies hier auch gut geschützt ist. Des Weiteren muss ich mir überlegen, ob ich hier im Verlauf und hier drüben dasselbe so Platten reinmache, wo das Wasser sich zentriert, weil hier steht mein guter Behälter, der hat oben ein Loch. Da muss ich mal noch gucken. Ja, in diesem Sinne werde ich mich noch mal ein bisschen ans Basteln machen. Und wir sehen uns, wenn ich hier das Zeug abgeflext habe oder ob ich das noch schnell abschneide, das muss ich dann mal noch gucken. Auf jeden Fall gibt das wieder eine kleine Schraubarbeit, das kommt im nächsten Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag.